Ich bin Esther Brechbühler, ich bin Projektleiterin vom Climate Lab und arbeite seit 3 Jahren bei MyBluePlanet. Und genau, und das Ziel von dem Webinar ist eigentlich ein bisschen zu erklären, was das Climate Lab ist, was man so ein bisschen kann erwarten kann und auch noch ein bisschen einen Einblick haben, wie es denn konkret könnte aussehen. Am Schluss gibt es dann auch noch Zeit zum Fragestellen, also falls ihr irgendwelche Fragen habt, einfach notieren. Wir kommen dann sicher noch dazu. Wir haben jetzt mal 1 Stunde reserviert, aber wir werden es sehr wahrscheinlich nicht eine ganze Stunde brauchen. So, genau. Ich will kurz mal erklären, wer überhaupt MyBluePlanet ist. Dann, was so das Climate Lab ist, der Ablauf und das Ziel vom Climate Lab. Dann haben wir einen ehemaligen Teilnehmer dabei, den Juri, wo wir kurz werden ein bisschen befragen, wie er es gefunden hat. Und dann der Ulrich. Ein ehemaliger, also ein Experte, der jetzt bei 2 Climate Labs dabei war. Und dann, wie schon gesagt, am Schluss noch ein bisschen Zeit für Fragen und Diskussionsrunde. Genau, also wer ist MyBluePlanet? Wir sind eigentlich ein Klimaschutzverein von Winterthur. Und unser Ziel ist, gemeinsam mit der Bevölkerung und mit Unternehmen in der Schweiz Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit zu fördern. Wir haben verschiedene Lösungen, verschiedene Projekte, wo wir eigentlich in der Schweiz versuchen zu verbreiten. Wir sind also nur in der Schweiz unterwegs und genau und versuchen eigentlich möglichst lokal zu handeln. Ein bisschen konkreter: Wir sind seit 16 Jahren aktiv. Wir haben das Büro in Winterthur und eins in Lausanne. Insgesamt sind wir etwa 20 Mitarbeiter. Haben auch ganz viele Freiwillige, wo uns punktuell oder regelmäßig unterstützen. Wir haben verschiedene Partner, das können Unternehmen, Gemeinden, Schulen, aber auch einzelne Individuen sein, wo uns entweder inhaltlich oder auch finanziell unterstützen. Denn wir haben verschiedene Programme und Projekte, die ich nachher ein bisschen gut präsentiere. Und ja, wir haben eine ganz große Community von verschiedenen Personen, die immer wieder mit uns irgendetwas unternehmen. So sieht unser MyBluePlanet-Haus aus. Ich muss jetzt so nicht ganz genau durchgehen. Es ist auch nicht so wichtig. Vielleicht wichtig ist, dass wir, also die Basis von dem Haus ist unsere MyBluePlanet Community. Wir versuchen immer möglichst mit den Leuten konkret etwas zu machen. Und immer in den Themen, die sieht man da oben unter dem Dach, Ernährung, Konsum, Mobilität und Energie versuchen, Projekte umzusetzen. Wir haben 4 Hauptprogramme. Klimaschule, Climate Lab, Climate Action for Companies und Climate Action Challenges. So verschiedene Zielgruppen versucht anzusprechen. Genau, genau, das Climate Lab, wo wir heute präsentieren, wäre zum Beispiel da. Und in diesem Projekt versucht man eigentlich immer so Workshops zu machen oder Begleitprogramme oder bei Climate Actions for Companies versucht man auch so Fußabdruckberechnungen ein bisschen zu machen. Oder mit der App. Wir haben so eine Climate Actions App, ein bisschen Nachhaltigkeit im Alltag zu fördern. Wir haben aber auch so ein Projekt, wo wir versuchen, ein bisschen Bäume zu pflanzen oder so Kochworkshops zu organisieren. Also wir sind eigentlich sehr breit unterwegs und versuchen, ein bisschen alle Zielgruppen und alle Themen ein bisschen abzudecken. Genau, und genau, jetzt kommen wir eigentlich genauer zum Climate Lab. Wie ihr es wahrscheinlich schon wisst, ist es ein 2-tägiger Bildungsworkshop für Lernende aus der ganzen Schweiz. Und das Thema ist eigentlich Klima, Nachhaltigkeit und Projektmanagement. Also Zielgruppe sind eigentlich die Unternehmen und ihre Lernenden bis 25 Jahre ungefähr. Und Beruf ist eigentlich ziemlich egal. Also es können KV-Leute dabei sein, es können Leute aus der Pflege sein, aus der Gastronomie, es können Handwerker dabei sein. Und das Ziel ist immer, dass an so einem Climate Lab, an so einem 2-Tages-Workshop, möglichst viele unterschiedliche Leute zusammenkommen, weil dann realisiert man, dass die Lösungen, also die Probleme zuerst und dann die Lösungen eigentlich sehr unterschiedlich können sein. Und es ist immer ein sehr bereichernder Austausch. Wir versuchen, während diesem Climate Lab Wissen zum Klima- und zum Umweltschutz zu vermitteln, wie man CO2 kann konkret einsparen kann. Und das machen wir auf eine möglichst praxisnahe, interaktive Art innerhalb von 5 Modulen. Also da sehen wir wieder die Themen, wo wir wieder aufgreifen: Konsum, Ernährung, Mobilität, Energie und Projektmanagement.
Und jedes von diesen Modulen wird von einem Experten eigentlich geleitet. Also der Experte macht dann meistens kurzen Input und dann irgendeine interaktive Aktivität. Und die sehen wir jetzt doch in den Bildern. Also das erste ist so das Climate Risk, wie man so ein bisschen spielerische Art und Weise Ursachen und Konsequenzen vom Klimawandel kann erarbeiten. Dann im zweiten hat man so das Modul Energie, wo man dann so Strommessungen gemacht hat und mal verglichen hat, okay, wie viel braucht jetzt mal eine Lampe oder wie viel braucht ein Kühlschrank? Wo hat man ein bisschen mehr Impact, aber was sind auch unsere Möglichkeiten? Genau. Dann das dritte, das ist auch meistens das Highlight von unserem Workshop, ist der Kochworkshop. Das ist das Modul Ernährung, wo wir immer mit einem Koch kurz nachhaltige Ernährung besprechen und dann direkt zusammen zur Nacht kochen. Das ist eigentlich immer sehr cool, sehr interaktiv und es haben immer alle sehr viel Spaß dran. Genau, und im letzten Bild sieht man einfach, wie so eine Gruppe könnte aussehen. So einen Workshop haben wir in der Regel zwischen 10 und 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, eben aus der ganzen Schweiz in der Regel und aus verschiedenen Lehrberufen. Genau, das heißt, an einem Workshop sind auch verschiedene Unternehmen vertreten. Und dann kommen halt natürlich die verschiedenen Experten und Expertinnen dazu und die wo den Workshop eigentlich von A bis Z leiten, in der Regel ich oder Jana oder sonst jemand von unserem Team. Wie ist eigentlich so ein bisschen der Ablauf? Also das Climate Lab, also ist ein Workshop, aber es gibt auch eine Vorbereitung und eine Nachbereitung. Und das Ganze startet eigentlich mit dem Vorbereitungsbogen, wo die Lernenden im Unternehmen müssen ausfüllen. Und die Idee ist, dass die Lernenden schon einen ersten Einblick haben in was bedeutet Nachhaltigkeit in diesem spezifischen Betrieb? Wird da schon etwas gemacht? Was wird gemacht? Und was könnte zum Beispiel ein Projekt sein? Auch so mal unverbindlich, einfach mal sich ein bisschen informieren und ein paar Fragen beantworten. Dann findet natürlich der Workshop statt mit den verschiedenen Modulen und mit dem Projektmanagement. Und dann ist die Idee, dass das Projekt, das am Schluss mal andeutungsweise oder ein bisschen entwickelt wird, also die erste Idee entwickelt werden, dann ins Unternehmen zurückgebracht werden und dann mit den Kolleginnen, mit dem Berufsbildner, mit der Berufsbildnerin diskutiert wird und man schaut, ist es jetzt umsetzbar? Wenn nein, was müsste man machen, damit es umsetzbar wird oder wie sollte man es anpassen und so weiter. Und dann etwa so einen Monat nach dem Workshop findet das Follow-up-Meeting statt, das ist online. Also je nach Gruppengröße zwischen 30 und 60 Minuten ungefähr, wo jede Gruppe an Lernenden das Projekt nochmal kurz vorstellt, erklärt, was sie so erreicht haben, was sie weiterentwickelt haben. Und dort dürfen auch die Unternehmen, also Berufsbildnerinnen und so, mitmachen und Experten. Und die Lernenden bekommen dann von denen ein Feedback mit der Idee, das Projekt eigentlich voranzubringen. Genau. Und dann ist natürlich die Idee, dass man weiter an dem Projekt schafft. Und dann gibt es die Möglichkeit, und das ist fakultativ, dass man das Projekt im Ideenwettbewerb von MyClimate, heißt Klima- und Energiewerkstatt, einreicht. Es ist eigentlich so ein Wettbewerb, wo ganz viele verschiedene Projekte für Nachhaltigkeit im Unternehmen eingereicht werden, von ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen. Und dort kann man auch coole Preise gewinnen. Zum Teil ist es Geld, zum Teil sind es auch so Gutscheine. Genau, also ist etwas sehr, sehr Cooles, ist etwas Fakultatives. Genau. Der ganze Prozess wird eigentlich auch von uns begleitet. Also die Idee ist nicht, dass wir einfach den Workshop machen und dann sagen, hey, schau jetzt selber weiter, sondern die Idee ist, dass wir wirklich, also ich selber, aber auch das Expertenteam nach wie vor zur Verfügung steht, zum Ideen suchen, umsetzen, Anregungen geben und so weiter. Jetzt ganz konkret, wie sieht so ein Workshop aus? Das ist das Beispiel von letztes Jahr vom Climate Lab, wo in Baden stattgefunden hat. Im Sommer. Genau, also man kommt am Morgen so an, am spezifischen Ort. Das ist, glaube ich, in einer Schule gesehen, haben wir einen Raum gehabt und haben uns kennengelernt. Und dann haben wir das Spiel, das Climate Risk, gemacht mit den Karten, wo wir Ursachen und Konsequenzen vom Klimawandel erarbeitet haben. Dann haben wir auch direkt einen Ausflug gemacht. Die Idee ist, dass man immer während dem Workshop irgendeinmal noch einen Ausflug macht in ein lokales Geschäft
oder eine Industrie oder etwas, wo man auch sieht, wie sieht Nachhaltigkeit ganz konkret aus. Und dann hat es die verschiedenen Module, also eben das Modul Mobilität, wo wir mit der ZHW gemacht haben. Und dann am Ende vom Tag das Modul Ernährung, wo wir genau das zur Nacht zusammengekocht haben. Übernachtung ist dann eigentlich auch immer einbegriffen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch wieder heimzugehen. Das ist okay, das müssen wir einfach wissen. Aber in der Regel haben wir Übernachtung einbegriffen in der Jugendherberge, wo wir einfach so verschiedene Zimmer gebucht haben und wo dann eigentlich jeder selbstständig kann einchecken, übernachten und am Morgen auch aufstehen und das Morgen essen. Genau. Da hat man auch ein bisschen Freizeit. Genau. Und dann geht es am nächsten Tag weiter. Eben mit Morgen, selbstständiges Morgen in der Jugendherberge und dann wieder zurück im Seminarraum, wo man noch die letzten Module macht. Zum Teil ist die Reihenfolge unterschiedlich, kommt aber eigentlich nicht so drauf an. Und dann am Nachmittag vom zweiten Tag findet das Modul Projektmanagement statt, wo damals habe ich es gemacht, zum Teil haben wir auch andere Partner, die es leiten, wo man so ein bisschen Grundlagen von Projektmanagement erklärt, zum Beispiel, wie tut man Ressourcen definieren oder eine Zielgruppe und so weiter. Und dann, wo konkrete Ideen für das Unternehmen wohl entwickelt werden. Ja, und dann ist es eigentlich schon fertig. Und dann geht man zurück in das Unternehmen und hofft, dass die Projekte natürlich umgesetzt werden. Was nicht immer der Fall ist, aber im besten Fall natürlich schon. Genau, und was sind jetzt die verschiedenen Vorteile und was ist der Aufwand von so einem Climate Lab? Also für die Lernenden. Ein Vorteil ist, dass man über Klimaschutz und Projektmanagement erfahrt und sensibilisiert wird. Es ist sehr praxisorientiert. Die Idee ist, dass es sehr konkret ist, sehr interaktiv auch mit verschiedenen Aktivitäten, mit Spielen, mit Exkursionen. Zum Teil werden auch kleine Filme gezeigt und so weiter, dass es eigentlich auch Spaß macht und möglichst bleibt. Genau. Und dann können die Lernenden auch eigene Ideen entwickeln und umsetzen mit Hilfe von verschiedenen Experten. Und Networking, genau, die Lernenden kommen in Kontakt mit anderen Lernenden vom gleichen Alter ungefähr, und mit den verschiedenen Experten. Der Vorteil für das Unternehmen ist, ja, sie sind dann ein attraktiver Arbeitgeber und ihr engagiert euch für eine nachhaltige Zukunft. Ihr fördert auch eure jungen Mitarbeiter und je nach Projekt gibt es halt die Möglichkeit, um die Energiekosten und CO2-Emissionen zu reduzieren. Jetzt, der Aufwand von so einem Climate Lab ist, ja, man muss erstens die Lernenden anmelden. Das geht eigentlich ziemlich einfach über unsere Webseite oder direkt per E-Mail bei mir. Dann sollte das Unternehmen im besten Fall auch die Lernenden bei der Vorbereitung und dann nachher bei der Projektentwicklung unterstützen, Menschen so ein bisschen Input geben. Ja, das sind so ein bisschen die Fakten oder was sind unsere Möglichkeiten. Dann am Follow-up-Meeting, wo online ist, teilzunehmen. Für die Lernenden ist das eigentlich obligatorisch. Für die anderen Leute im Unternehmen und die Experten auch ist es eine offene Einladung. Also genau, je nach Zeit und Lust. Und dann, genau, das ist auch noch sehr wichtig, kommen die Kosten. Also es kostet 500 Franken pro Teilnehmer und Teilnehmerin. In diesem Preis ist eigentlich alles inbegriffen, also Kosten und Logis, der Workshop und Begleitung für die Projektentwicklung im Nachhinein. Wir wissen aber, dass es je nachdem für kleinere Unternehmen ein großer Preis, also viel Geld ist und dass es nicht immer einfach ist, das aufzufinden. Wir sind da offen, also wenn das Unternehmen sehr motiviert ist und will mitmachen, aber die Finanzen nicht hat, einfach auf mich zukommen, wir werden da eigentlich immer eine Lösung finden. Was haben wir erreicht bis jetzt, also so im Projekt allgemein? Wir haben die Climate Labs seit über 10 Jahren. Mittlerweile auch in der Romandie. Das Ziel ist eigentlich auch mal ins Tessin zu gehen. Bis jetzt sind wir aber in der italienischsprachigen Schweiz noch nicht so aktiv unterwegs. Letztes Jahr haben wir 5 Climate Labs durchgeführt und das Jahr ist das Ziel eigentlich, dass wir 10 durchführen. Ja, wir haben noch ein paar Monate Zeit, um die Zahl zu erreichen. Den Erfolg, ja, wir haben über 300 Lernende können so erreichen und aktivieren. Und Climate Lab Community, das heißt Experten und die verschiedenen Betriebe und die Lernenden und all die Freiwilligen, die mitgemacht haben, besteht eigentlich ungefähr aus 10.000 Personen. Also eigentlich schon eine sehr schöne Zahl.
Und jetzt zu den nächsten Terminen. Das sind die vier Termine, die noch in der Deutschschweiz das Jahr geplant sind. Der nächste in Bern, dann in St. Gallen in Zusammenarbeit mit Kinderdorf Pestalozzi. Sehr, sehr cooles Projekt. Ist das erste Mal, dass wir das mit ihnen machen. Aber ja, bei den Organisationen ist dann sehr cool. Dann im November haben wir noch eins in Baden geplant und dann am Schluss noch in Winterthur bei uns daheim. Genau, und da haben wir jetzt noch eine kurze Übersicht von all unseren Partnern, wo das Climate Lab vor allem inhaltlich, zum Teil auch finanziell unterstützt. Ich sehe, es ist gerade eine Frage. Ah, okay. Genau. Genau, und jetzt habe ich noch, oder beziehungsweise Chano hat noch ein paar Fotos vorbereitet, so ein bisschen Eindrücke von einem Climate Lab, wie das jetzt aussieht, auch und nicht nur gehört. Da seht ihr links, das war so ein Ausflug gewesen von einem Recyclinghof im Kanton Waadt. Also das ist das Climate Lab in Lausanne gewesen, wo es Führung gegeben hat und Erklärungen so ein bisschen zu Kreislaufwirtschaft und Konsum. Rechts, das wäre ein Kochworkshop gewesen. Dann, genau, da nochmal ein Foto vom Climate Fresk mit den Karten, wo man versucht, mal die Grundlage vom Klimawandel ein bisschen zu erarbeiten. Dann so ein Strommessworkshop vom Modul Energie. Dann natürlich gibt es auch Gruppenarbeiten, wo man verschiedene Themen kann bearbeiten kann. Das ist, glaube ich, ein Modul Mobilität gewesen, genau, wo die Lernenden Gruppen versucht haben, so ein nachhaltiges Mobilitätskonzept für das Unternehmen zu entwickeln. Gar nicht so einfach. Genau, aber es kommen eigentlich immer ganz coole Ideen aus den Arbeiten raus. Genau, und jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob der Juri da ist. Kannst du mir da kurz sagen, Schana? Nein, er ist nicht da. Es geht direkt zur Voicemail. Okay, gut, dann hatten wir eigentlich da einen kleinen Erfahrungsbericht gehabt vom Juri, der im letzten Climate Lab dabei war in Luzern. Er ist aber in dem Fall nicht um und dann würden wir eigentlich gerade weitergehen zum Ulrich. Wenn das für dich passt, Ulrich. Ja, prima. Danke, Tipptopp. danke für deine tolle Einführung. Ja, danke dir für da dabei zu sein. Genau, also der Ulrich ist als Experte dabei gewesen im Climate Lab Luzern 2023 und auch nochmal in Luzern 2024. Und er schafft eigentlich beim Repair Café oder ist beim Repair Café Luzern und Kriens aktiv und hat als Experte für Konsum mitgemacht. Genau, und jetzt mal ganz allgemein, Ulrich, du bist beim Repair Café dabei. Wieso machst du das? Das ist, ja, es sind verschiedene Gründe. Ein Grund ist der, ich war schon in meiner Firma, in meiner letzten, also ich bin pensioniert seit 7 Jahren. Und in meiner letzten Firma habe ich schon ja, Anfang der 90er Jahre ein Umweltschutzsystem aufgebaut. Also wir waren da sehr weit, für Schweizer Verhältnisse waren wir, glaube ich, einer der Top-Ersten, die da aktiv geworden sind. Und dann ging es Richtung Pension und Pensionierung und dann habe ich überlegt, was kann ich noch machen als Elektrotechniker und wollte so ein bisschen meine alten Kenntnisse wieder einsetzen und habe vom Repair Café gehört, was in Deutschland, in Niederlanden und in England sehr aktiv war. Und damals habe ich gesagt, wenn ich dann pensioniert bin, dann baue ich sowas in Luzern auf. Das gab es damals noch nicht. Und ja, dann kam ich in die Pensionierung 2 Jahre später. Und mache mich schlau, was schon so an Repair-Cafés in der Schweiz gibt. Und siehe da, es gab schon eins ganz frisch gegründetes in Luzern. Und das war alles so ein bisschen in den Kinderschuhen und hab mich dann aufgemacht und habe gesagt, das werde ich dann weiter unterstützen. Und bin dann da aktiv geworden. Ich habe den Verein quasi mitgegründet dort und da sind wir also in der Zeit ziemlich stark gewachsen. Das ist in Luzern im Neubad. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Das Neubad ist so ein Kulturzentrum, alternativ so ein altes Schwimmbad, was umgebaut wurde zum sehr progressiven Kulturzentrum. Und wir sind dort alle 4 Wochen aufgetreten und dann kam die Frage, könnt ihr auch in Bourbaki das machen? Das ist auf der anderen
Heusseite in der, auf der Altstadtseite. Und dann habe ich das auch aufgebaut und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Und so bin ich jetzt sogar noch dabei im Augenblick. Dann haben wir anschließend Kreanz aufgebaut, auch neu, da war ich auch wieder führend und jetzt im Augenblick bin ich dabei, noch auf etwas aufzubauen. Also man hört ja schon, ich bin so ein bisschen neben dem Reparieren, was mir auch sehr viel Spaß macht, aber auch so ganz gerne organisieren. Das ist so ein bisschen die Motivation. Also ich repariere gerne und dazu kommt natürlich auch, dass ich ein Repair-Café, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt oder schon mal dort wart, das ist ist ein öffentlicher Event normalerweise, wo Leute hingehen können, einmal pro Monat. In verschiedenen anderen Städten ist es weniger, manchmal ist es häufiger. Und dort werden gratis von ehrenamtlichen Mitarbeitern werden Geräte repariert oder Textilien repariert. Und ja, das ist so die Idee des Repair-Cafés ist eben im Rahmen der Zirkularwirtschaft Abfall zu vermeiden, die Lebensdauer von Geräten zu verlängern. Und der Kontakt mit den Menschen ist eben auch sehr interessant, weil es eben, es geht auch ein bisschen um Austausch, das Gefühl, Nachhaltigkeit, wo sind die Probleme, wenn man etwas Technisches kauft, wie kann man das umgehen und so weiter. Da sind wir auch sehr, sehr aktiv und hilfreich. Na gut, danke vielmals. Du bist jetzt auch seit 2 Jahren beim Climate Lab dabei. Was hast du am Climate Lab toll gefunden oder was macht Climate Lab speziell? Also das Spezielle, das hast du gerade schon sehr gut vorgetragen. Also es ist wirklich unheimlich vielfältig. Das, was ihr da anbietet, das findet man selten. Das ist dieses Gesamtpackage. Es werden Ideen generiert, es werden Interessenten zusammengebracht, also Jugendliche, die etwas Gemeinsames machen wollen. Was eben ganz toll ist, dass auch Firmen dabei sind, also dass die Firma, in der die Lernenden sind, dass die auch engagiert ist, aktiv oder zum Teil vielleicht auch nur passiv. Also das ist eine wunderbare Sache. Ich sage, das ist ein gutes Dreiecksverhältnis. Also dass man die Umwelt hat, die Lernenden und die Firmen und man bringt die zusammen mit den Möglichkeiten. Was auch extrem gut ist, ist dass ihr nicht nur die Präsentationen sind natürlich Teil wichtig, dass ihr aber auch Praxis dabei habt, also zum Beispiel diesen Kochkurs, das ist sehr praktisch. Und der zweite Tag, der Nachmittag, das finde ich eine ganz tolle Sache, das Projektmanagement. Weil ich denke, Lernende in der Altersklasse, die haben noch nie richtig was von Projekten gehört. Die leben so, wie man als Jugendlicher lebt. Warum soll ich dann ein Projekt machen? Aber da lernen sie schon die Grundzüge des Projektmanagements und können auch innerhalb der Firma ihrem Chef zeigen, ich kann auch in Projekten denken. Denk nicht nur in jetzt und wann habe ich frei und wann gibt es was zu essen, sondern dass sie auch für ihre Firmen eigene Projekte suchen und die auch durchsetzen können und durchsetzen. Und das finde ich ehrlich gesagt faszinierend. Und was probierst du persönlich den Teilnehmern mitzugeben während so einem Climate Lab? Also wichtig ist einfach Ohren aufmachen und interessiert zuhören, was da ist, sich mit den anderen auszutauschen und die Dinge, die ihr anbietet, die Vielfalt der, ich habe jetzt noch nicht selbst, ich, als Experte bin ich ja nicht die verschiedenen Vorträge durchgegangen. Also ich weiß nicht, was meine Mitkollegen und Kolleginnen an Vorträgen gehalten haben. Aber ich denke, es sind sehr, sehr viele Sachen, die konkret sind, die sehr praktisch sind. Und dass man dort eben sehr, sehr viel lernen kann als Jugendlicher. Genau. Und was ist deine größte Herausforderung am Climate Lab? Ja, das ist so ein bisschen der Sprung für mich als älterer Herr, die Jugendlichen zu begeistern für diese Thematik. Das ist nicht so ganz einfach, weil die Themen Nachhaltigkeit, die sind heute leider, also ich finde es leider ein bisschen zurückgestellt. Nicht nur bei den Jugendlichen, auch bei uns und bei verschiedenen Generationen. Und dass man es schafft, im Vortrag Junge und Lernende zu begeistern. Also in meinem Fall war es der Aufsteller von meinem letzten Vortrag, dass wir da drei Jugendliche begeistern konnten, etwas zu machen und zwar ganz konkret sogar ein eigenes Repair-Café aufzubauen. Also ich bin fast aus den Socken gefallen. Sie haben tatsächlich vor,
wo ist das in Graubünden, glaube ich, ne? Alles Kur, mit Kur zusammen, wollen die ein eigenes kleines Repair-Café aufbauen innerhalb des Betriebs. Das kann ganz was Einfaches sein, einmal, weiß ich nicht, alle 6 Wochen ein Treffen, wo man Geräte repariert, wo Interessenten entstehen, hingehen können. Und ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung, diese Begeisterung rüberzukriegen und die Jugendlichen anzuhalten, macht etwas. Ihr könnt etwas machen und ihr müsst auch etwas machen. Das ist ganz wichtig, dass wir alle etwas machen. Und mit diesen Projekten kann man schon einiges bewirken. Genau. Ja, du hast es angedeutet, du hast am letzten Climate Lab in Luzern 3 Lernende inspiriert, um etwas in der Kreislaufwirtschaft zu machen. Hast du das erwartet? Nee, eben nicht, ganz ehrlich gesagt. Aber es hat offensichtlich geklappt. Ich habe mir auch alle Mühe gegeben. Vielleicht lag es auch jetzt daran, dass ich meine Präsentation etwas angepasst habe. Beim ersten Mal war das mir so von oben herab, sage ich jetzt mal ein bisschen kreativ, ein bisschen negativ. Ich habe einfach das Repair-Café vorgestellt. Diesmal bin ich, denke ich, etwas eher auf die Jugendlichen eingegangen und habe sie versucht, mit Projektbeispielen auch ein klein wenig dahin zu schieben, etwas zu machen. Was noch ein bisschen fehlt, wo wir noch ein bisschen ausbauen müssen, ist die offene Diskussion. Die fehlt mir eigentlich noch ein bisschen. Aber ich weiß nicht, wie wir das generieren können beim nächsten Mal. Also ich bin gern wieder dabei. Das müssen wir mal sehen. Wir haben es probiert mit den Reparaturteilen. Also wir haben einen konkreten Wunsch an die Teilnehmer gemacht. Bringt doch eure defekten Teile mit. Was ist in letzter Zeit kaputt gegangen? Und wie habt ihr das gelöst oder ist das noch nicht gelöst? Und das haben wir diesmal eigentlich schon ganz gut gelöst. Also es war ein bisschen wenig, hätte ein bisschen mehr sein können, aber das ist so der Ansatz, der mir so ein bisschen vorschwebt, mehr konkretere Beispiele zu bringen und dadurch Ideen zu generieren. Genau, ja, das ist auch sehr spannend gewesen und nach wie vor kontaktiere ich dich sehr gern, um weitere Climate Labs zu organisieren. Ja, danke vielmals, Ulrich. Bitte. Ich nehme an, die Juri ist noch nicht da, oder, Shanna? Nein, leider Okay, nicht. gut, kein Problem. Dann gehen wir weiter. Das ist eigentlich schon die letzte Folie von meiner Präsentation. Natürlich freuen wir uns, wenn sich weitere Leute anmelden, weil wir haben immer eigentlich genug Plätze für alle. Dann nochmal Daten. Das im September findet ja schon in fast einem Monat statt. Da müssen wir einfach ziemlich schnell wissen, falls jemand noch Interesse hat. Also bis Ende nächste Woche müssen wir es eigentlich wissen. Genau. Und sonst gibt es auch noch ganz viele Infos auf der Webseite. Und ich bin eigentlich auch jederzeit erreichbar. Per E-Mail oder telefonisch.